Los geht's. Morgen. Morgen. Wir sind heute zu einer schönen Herbstwanderung unterwegs. Genau genommen im Aachener Wurmtal sind wir unterwegs. Wollen ja von der Aachener Sörs bis Grobherzogenrath und wieder zurückwandern. Nur knappe 19 Kilometer. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zu begleiten, kommt ein Stück mit. Ja, das gerade war die Adamsmühle. Mutmaßlich geht sie auf das Jahr 1200 zurück. Erstmals 1600 irgendwas urkundlich erwähnt. Das ist eine von ehemals ca. 80 Mühlen entlang des Wurmtals, entlang der Wurm, die verschiedene Zwecke hatten. Sie dienten der Energiegewinnung, sie dienten als Nadelfabrikation, als Produktionsstätte in der Tuchmacherei. Das Wurmtal ist übrigens auch eines der Täler, was Aachen zu diesem Namen Tuchmacherstadt verholfen hat, wegen seiner ganzen Mühlen. Ja, das, was ihr da gerade gesehen habt, dieser Bauernhof, das ist der Teuterhof. Ist heute so eine Mischung aus gutem Restaurant und Party-Location, so Hüttenatmosphäre, kann man aber sehr, sehr gut essen. Ja, und genau da stand früher mal der Hauptförderturm, der Malakow-Turm der Grube Teut. Gehörte alles mit hier zum Steinkohlerevier Aachen. Eine der wichtigen Gruben war das hier und ja, da wurde erst 1904 der Dienst eingestellt. Wir laufen jetzt hier im Wurmtal weiter, werden gleich noch Reste der Kalkhalde sehen, die zu der Grube gehörte. Mal gucken. Echt spannend und abwechslungsreiche Gegend hier.
Ja, dieser Aussichtspunkt hier, der erstmal ein bisschen verwirrend scheint, aber da oben können das vielleicht noch zwischen den Bäumen durchsehen auf der Kamera. Ihr seht da die Reste dieser Kalkheide hier. Wie wir gerade auf einer Infotafel erfahren haben, ist diese Kalkheide hier, auch wenn sie hier nahe der ehemaligen Grube Teuterhof liegt, also Grube Teut liegt, kein Bergbauprodukt, sondern das ist ja ganz simpel Abfall eines Sodawerks, das sich in der Würselner Innenstadt befand. Und die haben ja ihren sauren Kalk nach hier Richtung Wurm einfach hingekarrt, hingeleitet, ja, und hier abgekippt. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season, with sadness fall apart. Tell me not to worry, tell me to be strong, be my true. Das ist jetzt von hier oben der Blick runter in die Kalkhalde. Ganz schön netter Weg hier hoch. Wir befinden uns jetzt hier, wo wir draufstehen, auf der alten Abraumhalde der Grube Gulei. Das habt ihr wahrscheinlich auch gerade schon gesehen, Sequenzen an diesem anthrazitfarbenen Boden. Das ist alles alter Abraum. Ja, dazwischen liegen immer wieder so ein paar Graniteier, Saurier-Eier, Vogeleier. Die sollen, ja, laut Idee des Künstlers, so ein bisschen an den prähistorischen Ursprung dieser Region und dieser Landschaft hier erinnern. Ja, wem es gefällt. Baby, hold on, bring it on. Die unter euch, die unsere Videos häufiger gucken, die werden es schon gesehen haben. Wir stellen mal wieder, wie das so oft ist hier in der Region, inmitten der Ruinen eines gesprengten Westwallbunkers. Auch das Wurmtal war bestens gesichert. Hier gab es etliche Bunker. Hier gab es viele dramatische und geschichtsträchtige Kämpfe. Ja, aber das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Dazu gibt es bestimmt später mal ein extra Video. Ganz, ganz sicher. Let me take you higher, reaching for the sky, sitting by the fire, here we are at last, we'll be cutting edge, make a brand new sketch, fire in the hole, flipping holes around, we'll be changing. Das, was ihr hier hinter mir seht, ist das Stollenmundloch der ehemaligen Steinkohlegrube Gulei hier in Würseln. Die Grube Gulei oder auch, ja, ursprünglich hieß sie mal Gutelei, was so viel wie guter Berg bedeutet, reichhaltiger Berg. Die wurde erstmals 1599 urkundlich erwähnt, ja, und dient heute zu noch dieser Schacht als Entwässerung der Grube Gulei in Würseln. Da wird bis heute Grubenwasser abgeführt, was auch einen weiteren Sinn hat, damit nicht zu viel Grubenwässer in die andere Richtung, Richtung Grube Anna 2 nach Alsdorf fließen. Nimmt man hier so ein klein bisschen den Druck und den Wasserpegel raus und lässt das hier ins Wurmtal entwässern. Side of town.
I did let you down in a wake-up state and out too late trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. I remember the words that you said when I pledged you my time. You would never get out of my head. You would always be mine. And I wake up, stay, and out too late trying to start. Perfekt. Lecker selbstgemachter Zwiebelkuchen, schönen Tee dabei. Gibt es erstmal eine gescheite Pause. Gut gestärkt geht's weiter. Das gerade war, wie ihr sicher gesehen habt, ein Gebäude, was zur alten Grube Furt gehörte, beziehungsweise Grube Alte Furt. Wie ihr sicher denken könnt, der Name begründet sich auf einen alten Wurmübergang, eine alte Furt, die über die Wurm führte. Ja, was wir gerade an den Schautafeln gesehen haben und euch auch jetzt einblenden werden, das Ding hatte tatsächlich eine wasserkraftangetriebene Paternosteranlage, also diese Grubenfahrt. Die war ein echtes Abenteuer. Zwei laufende Sohlen nebeneinander, also zwei Stangen laufen nebeneinander mit Brettern, wo man dann immer umsteigen musste im Dauerfahrbetrieb, im Paternosterbetrieb. Ja, das war nichts für schwache Nerven. Wahnsinn. So, da hinten zwischen uns, da irgendwo, sieht man schon die Burg Rode in Herzogenrath. Wir sind jetzt am entferntesten Punkt unserer Tour. Ja, bis jetzt wunderschön. Von hier aus geht's jetzt auf der anderen Wurmseite zurück zum Parkplatz. Gerade wieder gesehen, schon wieder eine dieser wunderschönen Schutzhütten hier. Das ist echt bemerkenswert auf der Rundtour. Also wir haben jetzt nicht alle gefilmt, aber da ist bestimmt insgesamt mit so Wetterpilzen gerechnet 10., 12. Hütte gewesen auf der Tour.
alle schön oder die meisten schön mit Mülleimer. Die neueren hier mit Windschutz in einem echt guten Zustand und auch die Mülleimer leer. Also scheinbar kümmert sich jemand drum. Das muss man ganz ehrlich sagen, vorbildlich. Also ist toll. So Leute, wir sind jetzt in ein paar Metern zurück am Auto. Wir hatten echt noch Glück, hat gerade erst auf die letzten 100, 150 Meter ein bisschen angefangen zu tröpfeln, sonst den ganzen Tag schön trocken. Das war echt eine richtig tolle Tour, schöne Herbsttour durch einen wunderschönen Wald, ein wunderbarer Weg. Ja, ich hoffe, die Tour hat euch auch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.